Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Bauer? Ja. Ich suche Arbeit. Arbeit? Sie brauchen nicht zufällig einen Knecht. Arbeit suchen Sie? Dann zeigen Sie mal Ihre Hände her. Zum Löffel halten tät Sie ja langen. Und zum Arbeit, ich weiß das. Heute Tag. Ja, irgendeine Arbeit krieg ich halt. Hast du Dienstbotenbücher? Ja. Aber Militärschein habe ich. 3 Jahre seiner Majestät dem Kaiser gedient. Das gibt bei uns nichts. Exerzieren braucht nicht bei der Bauernarbeit. Ja. Schau, was der für dreckige Hände hat. Mein Gott, bei der Arbeit macht man sich halt dreckig. Ist ja keine Schande, oder? Ich meine halt, ein Knecht, der mit einem weißen Hemdkragen daherkommt, wie ein windiger Schulmeister, der kann nicht viel wert sein. Das meine halt ich. Entschuldigen Sie, darf ich mich da zu Ihnen hersetzen? Oder störe ich? Guido Winter, weiß ich, Schullehrer. Hans Trautendorfer. Tourist? Nein. Und Sie? Wie sind Sie geboren? Mein Gott, bewahre. Ich bin aus Graz. Gefällt Ihnen nicht hier was? Na ja. Mein Gott. Das ist ein Bauernnest halt. Wollen Sie? Ja, gern. Oh. Gut. Sie sind also kein Tourist? Nein. Nein, ich suche Arbeit. Ah, Arbeit? Mhm. Da bei uns? Als was? Nee, als Knecht. Herr Wirt, zahlen bitte. Nein, 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 Moment. Entschuldigen Sie, ich habe ja nicht gewusst, dass das hier ernst ist. Aber ich wüsste schon einen Bauern, der einen Knecht braucht. Geben Sie her den Sack. Du Hund, lass aus den Sack. Ich will Ihnen ja nur helfen. Nicht in den Schnee. Das Schnee wird ja nass. Vielleicht sollten Sie sich lieber doch helfen lassen. Was einer hat, das muss er selber tragen. Alles gut? Mut. Nein, Rauch. Hock dich her. Gib ihm ein Lackerl heiße Milch. Er hat mir den Müllsack getragen. Wohin unterwegs? Der Lehrer schickt mich. Der Lehrer? Was will denn der? Der will gar nichts, ich will was. Ich suche Arbeit. Als was? Als Knecht. Grüß Gott. Ist gut. Ich weiß schon, dass ich nicht wie ein Knecht ausschaut. Ich habe das auch noch nie gemacht, das gebe ich schon zu. Aber Sie könnten mir eine Probezeit geben und wenn Sie nicht zufrieden sind, dann gehe ich halt wieder. Ja, und der Lohn? Nicht so wichtig. Sie zahlen einfach, was Sie können. Was haben denn Sie mit dem Lehrer? Gar nichts. Er hat halt gesagt, dass beim Adamshaus ein Knecht abgeht. Na, da hat er wohl recht. Ein Knecht, den man schon brauchen. Da ist so gefreut jetzt mit den Dienstboten. An jeden dahergelaufenen müssen wir aber auch nicht nehmen. Alle gingen in die Fabriken, da haben sie geregelte Arbeitszeit und verdienen mehr. Wo kommt denn überhaupt her? Aus Wien. Aus Wien, na sowas. Ist er überhaupt ein Christenmensch? Natürlich römisch-katholisch. Oder eine Frau? Nein, ich bin noch Junggeselle. Und wer heißt er? Hans. Hans Trautendorfer. Was hat er gemacht in seinem Leben? Dieses und jenes. Naja, wenn es sein freier Wille ist. Vater! Wer weiß, was das für ein Spitzbub ist? Okay, hört's doch auf, das ist doch kein Spitzbub. Sonst waren wir doch mit dem Müllsack auf und davon. Ja, also. 80 Kronen. Jahrlohn. Kostunterkunft, Gewand. Viel ist es nicht. Dann bleibst halt, solange du magst. Danke. Hm? So. Da ist die Kammer von Valentin, das ist unser Großer. Er ist jetzt beim Militär in Laibach. Und da drin, in der Truchen, da findest du ein Arbeitsgewand. Nein, von Valentin zieht der nichts an. Okay, der braucht doch das jetzt nicht. Macht er nichts da aus? Das ist schon recht. Also. In Gottes Namen. Aufstehen! Hey, aufstehen! Was ist denn? Aufstehen, das Tagwerk fängt an. Paul, pass auf. Die Bärbel kann das viel besser. Sei doch nicht so wehleidig. Was ist denn das? Eine Schusswunde. Ist die Kugel schon heraus? Na, aber Schusterpech wird schon rausziehen. Schusterpech, der braucht einen Arzt. Es hat die keiner um dein Rat gefragt. Knecht. Kann ich mich irgendwo waschen? Im Kessel ist Wasser, Schüssel ist dort. Ich habe ein kräftiges Frühstück. Die Luft da oben macht ganz schön hungrig. Gegessen wird in 3 Stunden. Ah ja. Servus. Servus. Du hast den Lehrer schön grüßt. Ist recht. Segens Gott. Gleich ist das Kreuz machen wir nicht der Brauch, hm? Entschuldigung. Notwendig gehabt. Eine Schnapsidee. Ich brauche andere Schuhe, verflucht noch einmal. Nimm doch die Schuhe von Valentin. Man braucht nur was sagen. Man muss nicht gleich schreien. Hast du was? Wie geht's der Hand, Rochel? Weh tut's. Selber schuld. Wie oft haben wir dir gesagt, dass du das Wildern sein lassen sollst? Hm. Gott sei Dank ist es im Winter passiert. Was machen die im Frühjahr ohne deine rechte Hand? Aus deren Knecht. Ich soll die vom Lehrer grüßen. Danke, Franzl. Na, hat ihm der erste Tag gefallen? Ja, danke schön. Geht schon. Aber das eine sage ich dir. Hoffärtig sein, das gibt's nicht bei uns. Was? Jojo, in der Früh mit einer Duftseife waschen. Hm? Ja, und so ein Bürstl hat er für die Zent. Was, ein Bürstl für die Zent? So wie für die Schuhe? Akkurat so. Naja, wenn es halt sein Wille ist. Nein, ich leid's nicht, ich leid's nicht. Mit einer Auffahrt wirst du uns nur die Kinder verderben. Also ich brauch kein Schuhbürstel für die Zehnt. Ich auch nicht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ist ab heute Bauernknecht. Nicht schirm, nur ziehen. Das ist ein Blödsinn. Wir brauchen die Säge gar nicht. Ihr haut den Baum einfach mit der Axt um. Du Knecht, ich mein, es ist das Gescheiteste, wir hören auf und gehen heim. Ist irgendwas gekommen für mich? Die Post für Herrn Knecht. Was und? Naja, wie gefällt Ihnen das Dienstbotenleben? Ja, doch. Ja? Ja, der Franzl hat mir in der Schule gesagt, dass Sie sich ein bisschen schwer tun mit der Bauernarbeit. Das ist eigentlich alles nur eine Frage der Übung. Hat er da noch einen Dummen gefunden? So Staatsfrack. Was? Dumm ist der Adamshauser nicht. Muss wohl dumm sein. Sonst hätte das ein Knecht nicht erlauben, dass er im Wirtshaus herumguckt. Der Wirt auf Viertel, bitte. Muss wohl fürstlich zahlen, der Adamshauser, was? Ich glaub nicht, dass Sie das, was er angeht. Freundliches Volk, was? So. Jetzt reden wir mit Achles. Ich habe Ihnen diesen Posten verschafft und ich glaube, ich habe ein Anrecht darauf, zu erfahren, wer Sie wirklich sind und was Sie da bei uns wollen. Also, ich höre. Trautendorfer ist mein Wirt. Von Beruf bin ich Bauernknecht. Okay, bitte schön, tanz meine Pflanzen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Gehen Sie, Herr Winter. Okay. Wien, 12. Februar 1910. Geschätzter Ex-Kollege und nunmehriger Bauernknecht Trautendorfer, einen Posten hast du ja nun, aber aushalten wirst du es sicher nicht übers Jahr. Da kennen wir dich zu gut, du Strizi. Jetzt ist Ballsaison in Wien, die ganze Stadt lacht und tanzt und lässt es sich gut gehen. Du da oben in deiner gottverlassenen Keuschen. Schnell, schnell! Sowas halt noch nie gesehen. Du hast auch noch keine 10 Sätze mit mir gesprochen, seit ich hier bin. Du wüsst nicht, was es viel zu reden gibt. Oh Gott, seid ihr ein stures Volk. Du erzählst ja auch nichts, woher du kommst und wer du bist. Was dir im Kopf umgeht. Was mir im Kopf herumgeht? Das ist ganz einfach, dass ich mir das Landleben anders vorgestellt habe. So? Wie denn? Ich weiß nicht, einfach weniger feindlich. Die Natur ist feindlich, die Leute sind feindlich. Ich bin wahrscheinlich der falsche Mensch am falschen Ort. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Mhm. Das unterhalten wirst du aber nicht, Zaltknecht. Ich werde mit deiner Schwester doch noch reden dürfen. Ja, ja, red nur, aber pass auf, was du sagst. Sonst geht's da wieder sau da oben. Hansl? Oh je, hab ich verschlafen? Nein, nein, ist ja Sonntag. Hm. Aber weißt, Hansl, wenn du schon mal bei uns bist, dann solltest du schon mit uns in die Kirchen gehen. Hm? Was ist denn das? Zeitungen? Richtig. Kontinentalpost. Franzl! Rochel, aufstehen! Kirchen gehen! Nein, ich muss das einfach sagen. Weil die Bayerin muss auch wissen, was vorgeht auf dem Hof. Was? Der Hansl liest Zeitungen. Zeitungen liest er? So? Na, einen Knecht, der Zeitungen liest, den können wir nicht brauchen. Ja, also dann packe ich halt mein Bündel und gehe. Die liest doch auch, Mutter. Du bist ja kein Knecht und du liest ja keine Zeitungen. Aber dass du auch schon gar nichts weißt, Hansl. Hast du nie davon gehört, dass alle Zeitungsschreiber Heiden sind? Ja, das sind doch Dummheiten, ihr lebt wirklich hinterm Mond. Na, so redet man nicht mit uns. Vielleicht sind das Dummheiten, aber eines weiß ich ganz gewiss. Dass für uns Bauersleute jede Zeitung ein Gift ist. Blödsinn. Na, so redet man nicht mit uns. Hansl, schau. Der Nansen in Hösendorf, der da allerweil Zeitung gelesen. Der hat alles gewusst, wie es hergeht im Franzosenland und in Preußen. Nur, wie man eine Bauernwirtschaft führt, das hat er bald nicht mehr gewusst. Lauter neue Sachen hat er haben müssen. So wissen die Zeitungen beschrieben werden. Und jetzt steht er da mit seinen Schulden. Eine Kornsämaschine hat er sich gekauft, was aber keine zwei Hände hat zum Säen. Und zuletzt, da hat er sich einen Kunstdünger gekauft. Ja, und warum nicht? Ja, war Hansl. Der Nansenbauer, der was den ganzen Stall voller Viech hat, der kauft sich einen Mist um bares Geld. Du bist eigentlich ein gescheiter Mensch, Bauer. Also, Hansl, wenn du sonst brav bist, in Gottes Namen, dann lies halt deine Zeitungen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. In illo tempore ductus est Iesus in desertum a spiritu potentaretur a diabolo, et cum iunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea essurit, et accedens tentator dixit ei, si filius Dees dic ut lapides isti panes fiant, qui respondens dixit scriptum est non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit deore Dei. Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem suit eum super binaculum templi et dixit ei, si filius Dees mitte de deorsum, scriptum est enim, quia angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te ne forte offendas ad lapidadem pedentum. Dir helfen kann. Fang nicht du auch noch an, Hans. Was ist denn das? Ah, das ist der doppelte Michelmensch. Die werden wohl jetzt auf eine Woche zu uns kommen. Zur Arbeit? Na, das sind Bettelleute. Er war Knecht und sie Tieren. Jetzt gehen sie von Hof zu Hof und müssen durchgebracht werden. Das sind ja schöne Zukunftsaussichten. Musst du deine Bauerntochter heiraten, wenn du daheim haben willst? Das ist leicht gesagt. Grüß euch, Michelmensch. Grüß Gott. Wo kommt's her? Vom Grünbock. Ja, Vom Kulmbock. Hat er ihn gut untergebracht? Im Hai haben wir müssen schlafen. Ja, im Hai. Und nicht bei den Hausleuten sitzen. Immer nur Wassersuppen. Nur Wassersuppen. Bei mir müsst ihr nicht im Hai schlafen. Ihr kriegt die Kammer vom Valentin. Vergrötz Gott. Musst halt du auf eine Woche ins Hai. Ist schon recht. Grüß euch. Ich bin ein Schlosser. Ich gehe übers Land und rede mit den Leuten über das, was ich ändern muss. Da bin ich beim Adamshaus, nicht? Ja, der bin ich. Ich hab gehört, du bist ein rechtschaffener Bauer. Ein ehrlicher Mensch. Was man nicht von allen Bauern sagen kann. Ja, hey, was führst denn du für ein Reden? Manch einer von den Bauern und dieser noch so klein führt sich auf, als wie ein Fürst. Ja, ein Fürst auf dem Mist. Nutzt seine Dienstboten aus und sagt sie, was geht es mir an, was passiert in der Welt? Aber die Welt geht euch was an. Es ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Die Berghöfe rendieren sie nicht mehr. Ihr müsst in die Fabrik. Ihr müsst Arbeiter werden, so wie ich. Und darum sage ich, wir müssen zusammenhalten. Jetzt hab ich aber genug! Keiner von uns geht in die Fabrik. Keiner. Ich bin und bleib Herr auf meinem eigenen Boden. Und wenn ich mir schon gar nichts mehr wegkriege, verhungern wir mir da oben nicht. Weil wir nicht, Schlosser, in eine Brothandlung gingen. Wir haben nämlich unser eigenes Brot und ein Fleisch und alles, was man so braucht. Aber nicht mehr lang, Adamshauser. Nicht mehr lang, glaub mir's. Darum sage ich, Arbeiter, Dienstboten und Bauern, wir alle müssen zusammenhalten gegen die hohen Herren, gegen die Fabrikanten und gegen die Adeligen. Und du? Ich hab schon gehört, was dir passiert ist. Ein Jäger hat dich angeschossen. Ein Jäger vom Baron. Und jetzt lass du dir gefallen! Das Wild vom Baron frisst euch das Gras weg. Frisst euch die jungen Bäume an. Und ihr müsst ruhig zuschauen und müsst euch anknallen lassen. Wenn ihr mal ein Stückchen Wildbrett haben wollt, nein, sagen. Jetzt hörst du auf! Und ihr? Ja, Lebtag habt ihr geschuftet. Und jetzt seid ihr alt und schwach und krank. Und jetzt müsst ihr betteln gehen. Ist das gerecht? Na, ganz gewiss nicht. Zusammenstehen, sag ich. Nieder mit den Herren, sag ich. Zuschlagen, sag ich. Zuschlagen! Oh, Zuschlagen! Jetzt, gell? Zuschlagen! 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 Raus! Der Licht im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du musst einen Raucher einschnaufen. Ich kann nicht gut weg jetzt. Geh noch, Bauer, ich kann das eh schon. Geh mal, Rochel. Hier! Ja! 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 Beim Zeitunglesen lernt man das halt nicht. Trautendorfer! Wer sich von einem ursprünglichen Lebensgenießen ablenken lässt und in eine Überfülle moderner Werte gerät, der ist bald ein Übersättigter und Ungesättigter zugleich. Warum dem Menschen 1000 Fangorgane und 1000 Genussherzen anzüchten wollen, wenn 2 Arme zur Arbeit und ein Herz zum Genießen bisher ausgereicht haben? Der vollkommene Mensch besitzt nichts und genießt alles. Wer auf jeden Holzbalken und Steinboden so gut ruht wie auf einem Sofa, dem ist die Welt voll Sofas. Wem ein Trunk Wasser aus der Quelle so gut schmeckt wie Johannisberger Auslese, dem sprudelt aus jedem Berge Rheinwein. Und, glauben Sie, ich stehe nicht mehr dazu? Herr Trautendorfer, ich habe Sie doch im Dreck liegen sehen. Das ist kein Dreck, das ist Ackererde. Daraus wächst Brot. Gehörn's auf. Ich habe Sie doch beobachtet. Ich habe doch genau gesehen, dass Sie genug haben vom Landleben. Wissen Sie was? Packen's zusammen und kommen's mit mir nach Wien zurück. Da gehen wir in ein türkisches Bad. Und dann gehen wir in ein erstes Wiener Restaurant essen. Erzählen Sie mir doch nichts, Herr Trautendorfer. Sie haben doch auch 1000 Genussherzen. Ich kenne Sie doch. Das Ganze war doch nur Silvesterspaß. Das war eine Wette, verzeugen. Wir waren doch alle besoffen miteinander. Das kann schon sein. Aber am nächsten Tag war ich nüchtern und bin trotzdem losgezogen. Ich gebe es ja zu. Sie haben ernst gemacht. Sie sind nicht der weltfremde Romantiker, für den ich Sie gehalten habe. Respekt. Wirklich, Trautendorfer. Jetzt warten Sie einmal ab, Herr Doktor. Vielleicht komme ich eh bald von selber zurück. Dann habe ich die Wette verloren und muss ein volles Jahr für Sie ums halbe Gehalt schreiben. Aber wo? Vergessen Sie das. Im Gegenteil. Wenn Sie sofort mitkommen, erhöhe ich Ihr Gehalt sogar. Um ein Drittel? Ja. Ein Journalist, der mit so tapferer Selbstverleugnung für sein Ressort praktische Studien betreibt, ist mir gut und teuer. Das müssen wir natürlich ausschlachten. Wirtschaftsredakteur Trautendorfer sammelt Erfahrung vor Ort. Allerdings, eines muss ich Ihnen sagen. Ihre Schimpforgien auf die Industrialisierung, auf den Handel, auf die Stadt, auf die ganze Zivilisation, das hört sich natürlich auf. Ich kann Sie ja nicht gut für Artikel bezahlen, die sich gegen die Wirtschaft richten. Der volkswirtschaftliche Teil einer Zeitung hat die Wirtschaft zu unterstützen. Der volkswirtschaftliche Teil einer Zeitung, Herr Dr. von Stein, hat das Volk zu unterstützen. Das ist doch dasselbe. Herr Trautendorfer, Sie sind doch ein Großstadtmensch und ein guter Journalist. Sie sind doch kein Bauernknecht. Ein Bauernknecht, Herr Doktor, hat sicher einen besseren Charakter als so ein Zeitungsmacher. Einen Mantel fortwährend nach dem Wind drehen muss. Die Wette gilt, Herr Doktor. Am 1. Jänner 1911 komme ich Sie besuchen und hole mir meine 20.000 Kronen ab. Ich hoffe, Sie sind Ehrenmann genug und halten sich an die Abmachung. Trautendorfer! Ja, Hansl, nicht im Bett. Und du? Der Mond lässt mich nicht schlafen. Wer war denn der Herr halt? Das war mein Chef. Dr. von Stein, Herausgeber der Kontinentalpost in Wien. Ich bin Journalist, Bärbel. Na was? Ein Zeitungsschreiber? Ja, ein Zeitungsschreiber. Ich habe mit ihm gewettet, dass ich es ein volles Jahr als Bauernknecht aushalte. So, Bärbel, jetzt weißt du's. Gehst jetzt wieder zurück? Na, Gottes Fleiß bleibe ich jetzt da. Man soll nur bleiben, wenn man selber will. Ich will eh. Ist es wirklich so schlecht bei uns? Nein, Bärbel, schlecht überhaupt nicht. Weißt, nur in der Stadt vom Landleben zu schwärmen und dann wirklich am Land zu leben, das ist ein großer Unterschied. Mir fehlt halt einfach so viel. Meine Wohnung, Kaffeehäuser, Theater, meine Freunde, die Frauen. Ach so. Du nicht, dass du glaubst, dass ich gleich mit einer... Ich verstehe schon. Ich verstehe die. Kannst eh gehen, Hansl. Ohne schlechtes Gewissen. Wir brauchen die nicht. Dem Rochel seine Hand wird eh besser. Langsam. Sie sind verrückt, Trautendorfer. Das ist ja unglaublich. Der geht wegen einer Wette auf den Berg und macht sie zum Sklaven. Ich kriege auch genug gezahlt dafür. Wenn ich's durchhalte. Ja, trotzdem, ich meine, ich würde das nie machen. Sagen Sie, wenn Sie das Land so hassen, wieso sind Sie dann eigentlich noch da? Ja, weil ich eine verkrachte Existenz bin. Jus habe ich studiert in Graz. Naja, war natürlich bei einer Studentenverbindung, wie fast alle. Sie wissen ja, Saufkommerse, ein Surenrempelein. Ein rechter Mann ist nur, wer säuft, patriotische Reden schwingt und dieses Gesicht zerschneiden lässt. Nein, ich habe eine Herausforderung nicht angenommen, haben sie mich sofort ausgestoßen. Wegen Feigheit. Dann haben wir erst die Schwierigkeiten begonnen. Mit den Professoren, mit meinem Nachhilfeunterricht, den ich gegeben habe. Ich meine, mit diesem Geld haben wir ja über Wasser gehalten. Aber was für ein Vater lässt seinen Sohn schon von einem Feigling unterrichten? Ja, so habe ich mich um Arbeit umgeschaut. Jetzt bin ich da. Aushilfslehrer Guido Winter. Ist doch eher ein schöner Beruf. Ja, aber von den Bauern nicht angesehen. Ich glaube, ich habe noch keinen Tag erlebt, wo alle Kinder in der Schule waren. Im Winter kommen sie nicht, weil draußen zu viel Schnee liegt. Im Sommer kommen sie nicht, weil sie ja arbeiten müssen. Naja, ist mir egal. Im Grunde wissen die Kinder eh alle mehr als ich. Jetzt schlagt's aber 13. Der Bur liest die Zeitung. Lassen, das steht hier eh nicht. Also, einmal muss es ja gesagt werden, Hansl. Wie ein Christenmensch schaust du nicht aus. Ganz gewiss nicht. Erschaumt ist das direkt. Man muss sich erschaumen mit so einem Knecht. Wieso? Wie du ausschaust, der Bart und die Haare bis ins Kreuz, das muss ein End haben. Naja, recht hat's schon, Hansl. Ausschauen tust schon eher wie ein Russ. Ich mein, da müsst ihr das Schafscher drüber. Was ist jetzt, Hansl? Bleibst du uns noch bis zum Sommer, wenn es zum Heigen ist? Im Herbst? Zum Ernten? Ja, freilich, das habe ich ja versprochen. Gut, dann darfst du deinen Schnauzbart behalten. Jesus, da steckt ein ganzer junger Mensch dahinter. Ja. Na, wie du jetzt ausschaust. Magst du dir mal anschauen, Hansl? Ja, bitte. Um Gottes Willen. Bauer, du hast mich vernichtet. Jeder Mensch ist so, wie Gott ihn erschaffen hat. Schaut doch halt aus wie ein Pfarrer. Also bitte jetzt hört's auf, bis ich fertig bin, gell? Weil nachher ist er ganz gewiss ein schöner Mensch, der Hansl. Komm, tanz mal doch, Bärbel. Wieso bist du überhaupt mitgekommen? Darf ich beten? Ich muss mich entschuldigen, aber ich kann nicht besonders gut tanzen. Wollen wir tanzen? Du bist mir seit Monaten aus dem Weg, Bärbel. Ist was mit dir? Lass meine Schwester in Ruhe! Rochel! Mit dem tanzt du nicht, verstanden? Ja, warum nicht, wenn ich fragen darf? Da gibt's nichts zum Fragen. Verschwind! Rochel, so geht das nicht. Deine Schwester ist nicht dein Eigentum. Du hast überhaupt die Goschen nicht! Komm, Bärbel. Verschwind! Weil sonst passiert was. So, der Rochel ist heute aber überhaupt nicht brav, was? Rochel stört den Unterricht! Lass ihn auf, Guido, bitte! So, Rochel, jetzt setz dich langsam hin. So, und bist ganz ruhig. Und wenn du nicht ruhig bist, dann kriegst du Watschen, dass du nicht mehr weißt, wo du stehst. Du Sau, du Schwein! Jetzt aber, Rochel! Das ist aber genug! Du falscher Hund! Schaut euch an, den zwei! Den Lehrer und den Knecht! Alle zwei sind ja meiner Schwester her! Diese Sau, die sie daherkaufen! Waren eh nur zwei gesunde Feistet! Denen da nicht schon austreiben! Gesunde Feist gibt's schon nur da! An dem tust du nicht schön, Rochel! Schaut Der natürliche Mensch ist Nomade, ist kein Schollenhocker. Der Kulturmensch kann nur bestehen, wenn er an einem Ort bleibt und sich von Generation zu Generation weiterentwickelt. Dann müssen ja die Bauern die höchsten Kulturmenschen sein. Jo eh. Jedenfalls ist mir das Bauernleben wesentlich lieber als zum Beispiel das Fabriksleben. Ich schätze es auch wesentlich höher ein. Also ich kann auf beides verzichten. Was um Gottes Willen wollen Sie eigentlich sein? Händler, Geschäftemacher? Einer, der die Güter der Welt hin und her schiebt, nur damit die Reichen noch reicher werden, na Dankeschön. Na das schon her. Der Knecht vom Adamshaus ist ein Revoluzer. Nein, das bin ich nicht. Ich sehe die Dinge nur so, wie sie sind. Ja, Bauer als höchster Kulturmensch. Ja, wollen Sie mal probieren. Einfach da reinhalten und warten. Ganz ruhig. Mein lieber Herr Knecht. Glauben Sie vielleicht, die abendländische Kultur ist auf einem Misthaufen gewachsen, hm? Oder? Wo denn? Naja, im Sündenpfuhl der Städte. Oder haben Sie einen wirklich großen Dichter, Maler oder Komponisten gesehen, der so ein sogenannter Schollenhocker war? Ich bin fürs Nomadentum. Abgrasen und weiterziehen. Ja. Meine Fischhobby. Petri Heil. Übrigens, die Bärbel, die gehört zu mir. Verstehen wir uns. Gleich gesagt habe. Und ich habe mir gedacht, das liegt an einem Knecht, dass mir die ganze Zeit aus dem Weg geht. So eine Schande. So eine Schande. Das ist keine Schande, Bärbel. Das ist keine Schande. Das ist ein neues Leben. Aber ohne Segen Gottes. Jetzt hör auf! Blödsinn. Du brauchst keine Angst haben, Bärbel. Ich verlasse dich nicht. Wirklich. Ich verlasse dich nicht. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit Deid unter den Weibern. Und gebenedeit Deid ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, des dritter Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Die Gleimerische ist heuer nicht dabei. Sie ist auf der Alm. Aber die Kulmbach-Frondel, die traut sich was. Warum? Glaubst du, dass die noch Jungfrau ist? Die Adamshauserische ist auch nicht da. Ist sie wirklich nicht dabei? Rochel, wo ist denn deine Schwester? Die ist krank. Krank, ach so. Ist schon öfter eine Jungfrau krank geworden am Kranzeltag. Was heißt das? Nix, gar nichts. Pass auf! Ja, auf! Ja, kommt doch was ist denn? Wann wird denn Kraft beim Umgang? Jesus, der uns die Früchte der Erblichung und der Heilung verführt. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Na, wieder gesund? Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Wo ist denn die Bärbel? Und zeigt sie heute die Bärbel nicht auf? So haben's geredet, die Leute. Bärbel, schau mir ins Gesicht. Ich will's jetzt wissen. Du geh aus, die Knecht. Nein, nein, Hansl, du bleibst da. Nein, Mutter. So kannst du nicht umgehen mit dem Dirndl. Ich glaub dir, dass das schlecht war. Ja, ein bisschen Vertrauen muss der Mensch auch haben. Im vorigen Jahr sind wir zwei miteinander auf Alm gegangen. Wundern wirst dich, wenn du wieder heimkommst im Herbst. Bärbel, es wird alles wieder gut. Glaub mir, es wird alles wieder gut. Also doch du! Der Knecht! Rochel, ist es nicht! Ja, ja, was ist denn? Was ist denn? Der ist schuld, dass die Bärbels Kranzel nicht mehr tragen darf. Bei meiner Söllmutter, das ist nicht wahr. Aussage, ja! Im Arm hat er's gehabt. Getröstet hat er mich, mehr nicht. Tröstet? Und warum lässt du dich vom Knecht trösten? Von euch tut es ja keiner. Muss ja als der Fremder kommen. Für euch ist nur wichtig, dass die Leute nicht reden. Aber wie es mir geht, das kümmert euch nicht. Bärbel, deine Mutter sollte schon wissen, wie es um dich steht. Von wem? Vom Lehrer. Den stich hier ab. Willst du meinen Bräutigam umbringen? Heiraten will er dich. Er hat mir versprochen, er verlässt mich nicht. Den stich ich ab! Du stichst niemanden ab, was gehört? Also, er lässt dich nicht im Stich. Aber recht viel Zeit lässt er sich, kommt mir vor. Er wird schon kommen. Er wird schon kommen. Das Problem. Und nur, ich komme nicht daher, dass ich mir irgendwie. Ich habe zu viel getrunken. Nur um sie keinen Bewegung anzunehmen. Der Schweinehund. Und was ist? Von einem Kollegen? Vom Herausgeber. Sehr geehrter Herr Trautendorfer, es steht Ihnen selbstverständlich frei, Ihre Stellung und Ihre Zukunft einer Marotte zu opfern. Sollten Sie jedenfalls nicht binnen eines Monats an Ihren Redaktionstisch zurückgekehrt sein, so sehe ich mich gezwungen, das Wirtschaftsressort meiner Zeitung neu zu besetzen, hochachtung. Dieser Hund. Das gegen die Abmachung. Ja. Ich muss aber Ihrem Chef recht geben. Ich meine, das ist eine verrückte Marotte, was Sie da haben. Das ist gut möglich. Aber das ist mein Problem. Und jetzt reden wir mal über Ihr Problem, Herr Lehrer. Was ist denn mein Problem? Die Stimmung auf dem Berg da oben ist nicht besonders gut. So? Warum? Bitte hören Sie auf, Sie wissen ganz genau, dass die Bärbel schwanger ist. Vielleicht sollten Sie sich mal hinaufbequemen und sich erklären. Und wollen Sie ja auch nach dem Motto handeln, abgrasen und weiterziehen. Das hier ist der Bescheid von meiner Zuständigkeitsgemeinde. Und da steht drinnen, dass gegen eine Verehelichung des Herrn Guido Winter nichts vorliegt. Und das hier ist ein Brief von der Lehrerbehörde. Da steht aber drinnen, dass es derzeit nicht möglich ist, den provisorischen Lehrer Guido Winter definitiv anzustellen und sein Jahresgehalt auf 600 Kronen zu erhöhen. So wenig verdienen Sie? Ja. Das war eben der Grund, warum ich so lange gezögert habe. Aber trotzdem, ich heirate die Bärbel. Aber ich muss vorher noch einige Sachen ins Reine bringen. Gut. Breit ist das Hai. Hm? Hm. Der Herrgott meint's gut mit uns. Mhm. Am Sonntag hat mir der Vetter Chrysost vom Reserl aus Rosbach erzählt. Kennst du den Vater, gell? Ja, Tochter vom Wiesinger. Dieselbige, ja. Brav Dirndl, die Resi. Und jetzt... Mein Gott, das junge Blut und das Leben ist eh nichts Neues. Die Schlechtesten sind eh nicht, die ein Pech haben, sagt der Vetter Chrysost. Das tät ihm so passen. Na, na. Der Chrysost, das ist ein Strick. Gliederlichkeit schön machen. Na. Bei uns, im Adamshaus, wird's das nicht brauchen. Oder? So, da geht wer. Hey, guter Mann, sagen Sie, sind wir da auf dem richtigen Weg zum Adamshauser Hof? Na ja, kann schon sein. Ja, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht? Ja, nein, wie man es nimmt, gell? Jesus, dieses Landvolk. Ein Haufen von Idioten. Hören Sie, guter Mann. Wir wollen zum Adamshauser Hof, verstehen Sie mich? Ja, versteh du ich schon, da herum ist er. Gut. Da darf ich aber nicht hingehen. Was? Nicht hingehen. Nicht hingehen? Ja, warum nicht hingehen? Weil die haben seit 9 Jahren einen Knecht da oben, der ist da heroben nicht ganz richtig. Was Sie nicht sagen? Ja, was hat er denn? Jedes Mal, wenn die Touristen kommen, dann rennt einer die Mistgabel im Bauch rein, gell? Na, du... Ja. 12 Touristen liegen schon im Spital. Das ist ein Kreuz. Das ist ein Kreuz. Trotzdem... Oder gerade deswegen halte ich diesen Bauernknecht für einen besseren Charakter, als es die meisten Touristen sind. Trautendorfer! Was gibt's? Ja, wir bringen leider schlechte Nachrichten. Aha. Der Stein hat meinen Posten besetzt, richtig? Ja. Dein Ersatzmann ist fest angestellt worden. Ja, mit der Wette schaut's auch schlecht aus. Der Doktor meint, du hast dich an die Abmachung gehalten. Wie bitte? Ja, ja. Sagt, die Wette lautet darauf, dass du ein volles Jahr von Silvester angerechnet als Bauernknecht arbeitest. Jetzt besitzt du aber einen Brief von dir, in dem steht, dass über 2 Wochen verstrichen sind, bevor du eine Stelle gefunden hast. Das ist doch eine Sauerei. Aber du findest wieder Anstellung, Hans. Ja, sicher. Leute, ich muss weiter. Im Dorf unten gibt's ein Wirtshaus, da können Sie übernachten. Was, du kommst nicht mit? Nein. Du bleibst da, obwohl die Wette gar nicht mehr geht? Ja, ich bleib trotzdem da. Ja, aber was haltet denn da noch? Kommt, ich zeig euch was. Willst du wieder rauf? Ja. So. Dieses Feld habe ich gepflügt. Schön. Das ist Brot. Brot aus meinen Händen. Das ist besser als blödsinnige Artikel schreiben, glaubt mir das. Schon möglich. Ich weiß nicht. heilige Dreifaltigkeit ein heiliger Gott, der Arme die Josef, alle heiligen Erzengel und Engel, bitte für uns. Alle heiligen Chöre der seligen Geister, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Alle heiligen Patriarchen und Propheten, bitte für uns. Gott Vater im Himmel, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser, heilige Dreifaltigkeit, ein ewiger Gott, erbarme dich unser, alle heiligen Erzengel und Engel, bitte für uns, alle heiligen Chöre der seligen Geister, bitte für uns. Alles hin. Alles hin. Aber wir leben noch. In Gottes Namen, wenn uns da der Blitz erschlagen hätte, alle miteinander, dann war es überstanden. Du dich nicht versündigen, Mutter. Versündigen. Versündigen. Beim Menschen ist alles gefällt. Geht in den Wald, um ein Stück Wildbret ist es gefällt. Für ihr, dass sie beim Lieben ist, es gefällt. Nur der da oben darf tun, was er will. Was er gerade will. Das ist aber genug, Mutter. Grüß euch. Na, was ist? Gute Nachricht. Auf der Alm hat es keinen Hagelschlag gegeben. Na, Gott sei Dank. Ist wenigstens nicht alles verloren. Wo ist die Bärbel? Die liegt. Ja. Hansl. Die können wir jetzt leider nicht mehr halten. Die Bauern. Ja, wird sehr arm zugehen bei uns. Ich bleib schon. Um den Lohn brauchst du keine Sorgen machen. Ja? Ja. Danke schön. Ja! Ist gut? Ist gut? Ja, der Lehrer. Komm her. Huck dich nieder. Also Nein, ich mag jetzt doch nicht so lange herumreden. Adamshauser. Ja? Ich Ich möchte um die Hand Ihrer Tochter anhalten. So? Ja. Und sie mag die? Ja, sie mag mich. Naja, ich meine halt, Bärbel, ein bisschen zu jung. Zu jung? Du, da haben schon Jüngere geheiratet. Franz, es wird schon sein müssen. Die paar Wochen, die sie noch hat, die Bärbel, die sind bald vorbei. Also, es ist doch wahr. Ich hab das einfach nicht. Die Bärbel. Meine Bärbel. Ja, dann. Geh, Franzl, hol die Bärbel. Die hat so herkommen. Zum Schaumern ist es jetzt spät. Wart. Ich hol dir deinen Rauch. Valentin. bin der Hans. Der Knecht. Hey, was? Nimm, Erde, was dein ist. Gott nehme, was sein ist. Der Leib ward aus Erde gebildet, die Seele eingehaucht aus der Höhe. Gedenke, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Bist du getauft? Ja, die Nottaufe halt. Und hat's da noch gelebt? Ach, lebendig ist es gar nicht gewesen, es ist schon tot auf die Welt gekommen. Ja, dann gehört's da nicht her. Draußen vor der Hecken ist der Anger. Dort gehört's hin. Ja, ich will sie gern segnen. Aber eins sollt ihr wissen, die Erbsünde, die nicht durch die heilige Taufe gelöscht worden ist, hat in der geweihten Erde nichts zu suchen. Und in dem Fall schon gar nicht. Leider Gottes. Na gut, werde ich halt in meinem Garten begraben und drüber eine Tafel aufstellen, hier ruht die Erbsünde, die nicht erlöst werden konnte. Dann tut's das hinunter. Grüß dich, Guido. Ich glaube, wir haben zu reden, aber nicht vor die Leute. Kein einziges Mal bist du zu mir gekommen, wie ich krank in meiner Kammer gelegen bin. Ich glaube, sie will mich von deinem Bruder umbringen lassen. Ich wollte eh. Aber nee, ich weiß nicht. Gehst mal aus dem Weg, Guido. Weißt du was, Guido? Lass mir's bleiben. Ja. Du brauchst dir nur sagen, dass du nicht mehr heiraten willst. Ich weiß nicht. Schau, ich gehe nach Wien. Ich habe da einen Posten in einer Fahrradfabrik, im Kontor. Ich weiß ja nicht. Aber die Großstadt. Vielleicht ist das nicht das Richtige für dich. Oder? Ja, hast recht. Ja. Vierte Guido. Vierte. Schaut's, der Rochel kommt von der Alm. Grüß euch! Schaut mal, was ich da hab! Die Kugel! Gestern auf der Alm hat die Sennerin den Verband gewechselt und auf einmal ist sie da gewesen. Jetzt geht's wieder aufwärts, Mutter! Höher! Höher! Nur ihr drei. Schlaft sie noch gar nicht. Ist wirklich so schlimm? Unser tägliches Brot will uns der Herrgott verwehren. Ich hab kein Geld für die Wintersaat. Hör zu, Bärbel. Ich hab mir ein bisschen was erspart und ich darf euch gern das Geld für die Wintersaat buchen. Bist du verwunschener Prinz, Hansl, was? Ich bin einer, der mit der Feder umgehen kann. Und ich hab ganz gut verdient damit. Mit der Feder? Bist gleich der gelernte Uhrmacher? Na, Rochel, mit der Schreibfeder. Ich bin ein Zeitungsschreiber. Ein Journalist ist er, der Hansl. Warum bist du denn dann zu uns gekommen? Das ist eine längere Geschichte. Mich freut's wirklich, ja. Du bist meine Bärbel. Ich hab den Hansl wirklich gern. Schon lang. Ja, ja, mir ist eh recht. Ist eh gescheitert, du heiratest einen Bauern, als wir den Schullehrer. Bärbel, das ist das größte Kompliment, das mir jemals gemacht wurde. Wirklich. Was werdet ihr jetzt machen, die Bärbel und du? Ich weiß nicht, Rochel. Meinen alten Posten in Wien kriege ich jedenfalls nicht mehr. Bleibt's doch da, Hansl. Naja, bis der Valentin wieder zurückkommt, auf jeden Fall. Weißt, Mutter, der Valentin wird auch mal heiraten. Und auch der Rochel. Da hätten dann ein bisschen viel Leute aufeinander hocken. Und wenn ihr euch einen kleinen Hof pachtet, irgendwo in der Nähe, sind etliche zum Haben. Na, bei dem Bauer bin ich auf keinen Fall. Du hast es doch bewiesen. Ja, bewiesen habe ich gar nichts. Was glaubst du, wie oft ich davonlaufen wollte? Aber dann bist du aufgeblieben. Aus Ehrgeiz, wegen der 20.000 Kronen, vielleicht ein bisschen auch wegen der Bärbel. Und weil ich so stolz auf meinen Acker war. Wo dann der Bauer gestorben ist und ich irgendwie an seine Stelle getreten bin, da war ich auch sehr stolz. Aber trotzdem Bauer bin ich sicher keiner. Gärtner schon höchstens. 35 Jahre Stadt lassen Sie nicht so einfach wegwischen. Du wirst schon eine Anstellung finden, Hansl. Das bestimmt. Weil laut Dr. von Stein bin ich Wirtschaftsredakteur mit praktischer Erfahrung.